Hallo liebe Freunde, mein Name ist Dean von Nerfers Gaming. Wir sind hier bei unserer Zeugin und diese müssen wir jetzt aus der Haft befreien. Und zwar machen wir das mal so. Oh, komm mit. Wir Cops halten zusammen. Ja, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass sie jetzt mal mitkommt hier, die Alte? Ich hoffe, die Nacht bleibt ruhig. Bitte keine toten Cops mehr. Ja. Okay. Mir nach, ich bring dich an diesen Cops vorbei und zur Tür auf der anderen Seite. Kinderspiel. Tja, letztes Mal bist du erwischt worden, Magellan. Bleib unten, sonst werden sie dich sehen. Los, aber halt deinen Kopf unten. Das ist deine Chance. Okay, gehen wir. Gut gemacht, Kleine. Wir sind fast da. Ich brauche keinen Cheerleader. Dank mir haben wir es bis hierher geschafft, oder? Du hast dich abknallen lassen, du Profi. Hey, Kleine. Ich kann ja nicht lang. Du wirst mir helfen müssen. Kannst du nicht rüberfliegen oder so? Ich bin ein Geist, kein Flugzeug, klar? Du brauchst mich, um sein Büro zu finden. Oh. Lies bloß nicht meine Gedanken und denk an nichts Gruseliges, wenn wir jetzt nicht quitt sind. Okay, Mann, jetzt raus. Ich mach das. Na los, Jungs. Los, weiter, verdammte Maschine. Erstmal mit ihr reden. Okay, komm her. Das war knapp. Wo sind denn alle?
Detectives arbeiten in der Tagschicht. Okay, welches Büro ist Baxter's? Da hinten im Flur auf der rechten Seite. Okay. Da, wo Baxter dran steht. Werden? Du bist so unauffällig wie ein Tornado. Hier sah es schon so aus, als ich reinkam. Ja, ich weiß. An wie vielen Orten kann man in so einem winzigen Raum ein Buch verstecken? Wer weiß. Echtes Vorstrafenregister versteckt. Jetzt habe ich den Beweis. Er hat diese Akte nie benutzt, um mich zu erpressen. Klar, lass dir Zeit, keine Eile. Das Buch findet sich bestimmt von selbst. Okay, nur die Ruhe. Cops verstecken Dinge nicht so offensichtlich. Ich muss nur dahinter kommen. Sie haben eine neue Kannst du den Anrufbeantworter abhören? Okay. Baxter, du wurdest von dem Fall abgezogen. Ich will die Akten und das Buch des Mediums haben, sofort. Rex fragte immer noch nach dem Buch. Es muss also irgendwo hier sein. Gut. Das Gefühl, hier wurde irgendwas geschoben. Ah, da muss ein Hebel drin sein, der nach innen aufgeht. Ich sag's besser dem Mädchen. Ich glaube, ich hab's. Zeig's mir. Da ist ein Knopf an der Seite des Waffenschranks. Ja, das ist es. Bitte sag mir, du weißt, was all diese Symbole bedeuten. Haha, gefunden. Ja, ein paar davon kenne ich. Hä? Komisch, ihr letzter Eintrag lautet, er weiß von mir. Hm. Oh Gott, das heißt, er war hinter ihr her. Das weißt du nicht. Komm, wir müssen weiter. Oh, Mist. Thank you.
Hey, was ist das? Das Museum. Komisch. Wie kommt das in Ihr Buch? Keine Ahnung. Nimm es einfach, wir finden es später raus. Sie ist hier irgendwo. Ich sehe ihr nach. Check du die Büros. Wir müssen los. Bleib außer Sicht. Los, los! Okay. Du musst dich beeilen. Schon. Wir müssen einfach unseren Job machen. Ich muss an die Abteilung glauben. Aber ich glaube, ich muss die erst anlabern. Warte, warte. Ich muss nachsehen, ob die Luft rein ist. Rex. Wer ist das? Ein Kopf, dem du aus dem Weg gehen solltest. Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal. Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr soll? Los! Die Bankerin ist aus dem Haftraum entkommen. Wir durchsuchen das Gebäude. Ist sie mit Houdini verwandt? Diese Räume sind von außen abgesperrt. Ich frag Sie, wenn wir sie haben. Hören Sie, ich wollte sagen, Ronan war ein klasse Cop. Hat die Marke mit Ehre getragen. Ich hasse es, wenn man mich anlügt. Ich lüge nicht, aber naja, kein Grund, auf seinem Grab rumzutrampeln. Er hat die Marke getragen, weil er dachte, sie schüchtert die Leute ein. Und gleicht den ganzen Mist aus, den er früher getan hat. Dass er alles wieder ins Lot bringt oder beweist, dass er nicht der ist, für den ihn alle halten. Ich kann verstehen, dass die meisten glaubten, er lebe auf der falschen Seite der Gefängnismauern. Und vielleicht stimmt das sogar. Hey, ich weiß Bescheid. Aber er war ehrlich. Er konnte dir in die Augen sehen und dir genau sagen, was er dachte. Diese Art von Mut scheint dieser Tage selten zu sein. Er hatte nicht viel, worauf er stolz sein konnte. Aber wenigstens hat er nie versucht zu verbergen, wer er war. Tut mir leid, Sir. Das ist für alle hart. Was habe ich gerade übers Lügen gesagt? Ach du Scheiße, was ist das für ein Ort? Die Glockenmörder-Einsatzzentrale, alles, was wir bis jetzt über den Fall wissen. Nun, ich hab, was ich brauche, also. Man hey, sieht sich. Wenn du weiter versuchst, das allein durchzuziehen, bringst du dich noch um. Einigen wir uns auf. Ich schuld dir was. Scheiße. Gut. Damit haben wir die Zeugen aus der, aus dem Gefängnis geholt. Wieder ein bisschen was gepackt. Mal gucken, was hier noch mit Rex los war. 16.
Ah, mir fehlt aber immer noch eine Knarre. Eine einzige. Ha! Ich hab sie! Ich kann mich noch an meinen ersten Tag im Dienst erinnern. Salem PD war damals ein winziges Gebäude am Stadtrand. Es war alt, überfüllt und völlig ungeeignet für den Alltagsbetrieb. Die Stadt zu beschützen wurde immer schwieriger. Letztendlich entschied die Stadt, das alte Waffenlager zu unserem neuen Hauptquartier umzubauen. Als wir endlich einzogen, konnte ich nicht glauben, wie groß und modern es war. Nicht schlecht für eines der ersten Gebäude Salems. Zudem fühlte es sich einfach richtig an. Es war einst die vorderste Verteidigungslinie der Stadt im Grenzgebiet und nahm jetzt wieder seine Stellung ein. Nur diesmal in der modernen Welt. Die erste Woche nach dem Einzug war leicht chaotisch. Ein Officer meldete, dass jemand seine Waffe aus dem Spind genommen hatte. Er brauchte 20 Minuten, um sie zu finden. Sie lehnte an der Wand eines der unbenutzten Büros. Zusätzlich meldete die Nachtschicht eine merkwürdige Fehlfunktion des Telefons. Gelegentlich, wenn jemand eine Schießerei meldete, stoppte die automatische Aufzeichnung und spielte die panische Stimme des Anrufers wieder und wieder ab, bis man das Telefon ausstöpselte. Bald war klar, dass die merkwürdigen Vorkommnisse kein Versehen oder Störungen in den Leitungen waren. Etwas Seltsames ging vor sich. Eines Abends rannte die Gerichtsmedizinerin weinend durch die Halle. Sie hatte bemerkt, dass ihre Skalpelle und andere Instrumente fehlten. Sie wollte welche aus dem Schrank holen, stoppte aber abrupt, als sie die Spiegelung sah. Die geisterhafte Silhouette eines Bürgerkriegssoldaten stand über einer der Leichen. Als sie sich umdrehte, war sie weg. Sie rannte in solcher Eile hinaus, dass sie kaum bemerkte, wie kalt es im Raum geworden war. Natürlich glaubten die Jungs im Revier ihr nicht. Mann, ich glaubte ihr ja selbst nicht, bis ich es mit eigenen Augen sah. Ich machte Überstunden und wollte mir noch einen Kaffee holen. Als ich um die Ecke ging, sah ich die Spiegelung in der Trophäenvitrine. Er starrte mich direkt an. Er nahm ein altes, geisterhaftes Gewehr und drückte ab. Die Trophäenvitrine zerbrach in 1000 Stücke und ich rannte davon. Der Captain glaubte mir nicht und zog mir die Kosten für die Vitrine vom nächsten Gehalt ab. Mir war egal, ob mich die Leute für verrückt hielten. Ich weiß, was ich gesehen habe. Manchmal werde ich gefragt, ob der Geist immer noch durch die Hallen irrt. Ich weiß es nicht. Ich bin nach Boston gewechselt. Spannend. Wirklich spannend. Cool. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal raus. Hier entlang. Okay, so kommen wir da nicht raus. Yep. Hey, so leicht kommst du mir nicht davon. Wenn dir so viel an dem Fall liegt, dann find deine eigenen Beweise. Ohne mich wirst du deine Mutter nicht finden. Was?
Polizeirevier und schau nicht zurück. Okay, hör mal. Deine Mutter schrieb das Buch, um zu helfen, den Mörder zu fassen. Aber es wird dir nicht sagen, was ihr passiert ist. Die Antworten auf unsere Fragen bekommen wir nur, wenn wir den Mörder finden. Ich brauche einen Helfer in der Welt der Lebenden und du brauchst einen Detective. Genau. Ihr letzter Fall. Ashland Hills Friedhof. Sie können es nicht sehen, aber es ist da. Was? Keine Ahnung, Schätze. Mom hat gedacht, dort gäbe es einen Fall, der mit dem Glockenmörder zu tun hat. Die Cops sahen das anders. Gut, dann gehen wir als nächstes. Ashland Hills. Wir? Komm schon, wir brauchen einander. Du brauchst mich wesentlich mehr als ich dich. Von mir aus Partner? Okay. Fürs Erste. Geht doch. Ist alles, Yippie. Ich Ronan. Mein Name ist Ronan O'Connor. Ich bin Joy. Im Ernst? Ist Ronan etwa besser? Haben deine Eltern gedacht, dass du mal ein Gladiator wirst? Wir gehen also wirklich auf einen Friedhof. Yep. Ich muss was erledigen. Schlag vor, wir treffen uns dort. Nein. Du lässt mich nicht schon wieder. Wenn du mir folgst, kannst du unsere Abmachung vergessen. Wenn es so sein soll, dann sehe ich dich dort. Wenn nicht, dann nicht. Du tauchst besser auf diesem Friedhof auf, Kleine. Du bist die einzige Lebende, die mir bleibt. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Cut. Und als nächstes geht es dann zum Friedhof. Bis dann, euer Dean.